herzlich willkommen zur Wochenschau Mittwoch. Heute am Montag, freue mich sehr zum Wochenstart. Ein mega, mega Gast heute, ein mega Thema, was uns die Woche begleitet. Mentalität im Fußball. Wir haben heute einen richtig spannenden Gast mit Benjamin Berg. Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Monate, habe ihn kennengelernt durch einen Gast eigentlich, durch unseren lieben Thomas Wagner, den wir mal hatten hier als Gast, der Werbung für sein Event gemacht hat. Denn Benjamin Berg ist Mentalcoach. Ich war bei seinem Online-Event, ich war bei seinem Live-Event vor Ort in Frankfurt dabei, beim Next Level-Event. Und es hat mir so fasziniert und generell das Thema mentale Bereich, den thematisieren wir ja hier in der Wochenschau Mittwoch oft und haben ja schon mit vielen Persönlichkeiten darüber geredet, verschiedene Ebenen. Und heute werden wir mit einem Mentalcoach reden, ganz neu. Was überhaupt ein Mentalcoach ist und Co., das wird er uns gleich erzählen. Ich freue mich mega, dass du da bist und sozusagen einen virtuellen Applaus, eine einzelne Chat für die erste Premiere. Er war schon auf vielen Bühnen, aber heute ist er das erste Mal auf Twitch. Schön, dass du da bist. Und wie geht's dir? Ja. Erstmal vielen, vielen Dank hier jetzt gerade dabei zu sein. Ist für mich tatsächlich eine Premiere, für mich was Neues. Und ich liebe ja neue Dinge. Ich liebe ja neue Dinge auszuprobieren. Und als Mentalcoach sage ich mal, du darfst über die Hürde springen, du darfst über den Tellerrand hinausschauen, damit du am Ende des Tages auch neuartigen Erfolg erlebst. Und an alle Instagrammer, die jetzt gerade immer noch Probleme haben, ich schaue hier nebenbei auf meinen anderen Bildschirm, auf mein Handy. Es gibt tatsächlich noch Probleme irgendwie mit dem Link, aber wir kriegen das geklärt. Mein Team ist dran. Also Leute, nicht böse sein, wenn ihr später reinkommt. Ja. Hättet ihr einfach vorher Twitch runterladen können. Ich habe es ja angekündigt. Aber an die jetzt, die gerade schon hier drin sind, total toll. Ich finde es mega cool, dass ihr gerade alle dabei seid. Und am Ende gibt es sogar noch eine Überraschung. Deswegen lohnt es sich wirklich bis zum Ende dabei zu sein. Also das wird die Ultra-Überraschung für euch. Richtig. Die Jungs, die jetzt hier schon drin sind im Chat, die oft reingeschrieben haben, die schon sozusagen die Community, die immer dabei sind, seid gespannt. Und ich freue mich mega. Vielleicht kannst du dich ja auch nochmal, ich habe ein bisschen was zu dir erzählt, vielleicht schon mal so ein bisschen auch noch vorstellen. Und ja, genau. Ja, also mein Name ist Benjamin Berg, ich bin 30 Jahre jung, ich komme aus den schönen Bayern in der Nähe von München. Moosburg ist das, um genau zu sein. Und bin mittlerweile verheiratet, habe ein Kind, zwei wundervolle Kinder, einen Stiefsohn, einen Labrador, der bald 4 Jahre alt ist, Beethoven. Und dass ich Mentalcoach bin, ist eigentlich gar nicht so normal, wie es vielleicht so klingt. Wie heißt Mentalcoach oder so? Nein. Es gab bei mir einen langen Leidensweg und ich glaube, jeder von euch hat einen Leidensweg hinter sich. Einen Leidensweg, ein Päckchen mit sich zu tragen. Und ich durfte es auf eine unschöne Art und Weise tatsächlich erleben. Und diese unschöne Art war halt tatsächlich am Ende des Tages eine unheilbare Krankheit. Eine unheilbare Krankheit, die mich irgendwie wieder ans Leben zurückerinnern durfte in Bezug auf: Ja, wie lebe ich denn wirklich? Wie gehe ich denn wirklich mit meinem Körper um? Und ja, durfte sehr viele Nahtoderlebnisse erfahren. Ich durfte sehr nah am Scheideweg sein. Ich bin aktiv von der Brücke gesprungen. Ich wollte nicht mehr leben. Ich sollte der Dickdarm und die Speiseröhre entfernt werden. Und das war psychisch ein enorm großer Druck für mich, das Ganze zu erleben. Als gelernter Psychologe zu dem Zeitpunkt schon, eben anderen Menschen zu helfen, aber nicht sich selbst. Und da habe ich eine sehr, sehr lange Reise tatsächlich durchmachen dürfen. Eine lange Reise endlich tatsächlich zu mir selbst. Ich war in Sibirien, wo ich 6 Monate gelebt habe. Ich habe dort 6 Monate lang wieder zu mir selbst finden dürfen. Und kam dann nach und nach wieder nach Deutschland zurück, habe meine Gesundheit in den Griff bekommen. Bin jetzt hier seit über 6 Jahren Symptome beschwerdefrei. Und heute bin ich der Mensch, der ich bin, weil ich jeden Tag immer mehr an mich geglaubt habe, immer weiter an mich gearbeitet habe. Und Ich finde es so heftig und so schade, dass wir Menschen oftmals aufgeben, obwohl wir noch gar nicht richtig angefangen haben. Und das ist tatsächlich so ein Leitslogan von mir, von meinem Brand, von meinem Slogan mittlerweile. Lebe nicht nur dein Leben, sondern lebe eben auch dein Leben und dein Traum, der es möglich ist, zu leben und zu erleben, der ist jetzt. Und viel zu selten und viel zu häufig erfahre ich, dass wir noch gar nicht richtig angefangen haben zu leben. Und über die Jahre des selbstständigen Seins, ich habe mein Psychologiestudium damals dann, mein Psychologiedasein eben an den Nagel gehangen und habe dann endlich irgendwann angefangen, so richtig vollends ich sein zu dürfen. Und habe dann als Mentalcoach angefangen. Ich habe dort eine Ausbildung, ein Studium gemacht. Ich habe Parapsychologie noch nachhaltig studiert. Das ist so das Thema Unterbewusstsein.
Und irgendwann kamen die ganzen Sportler auf mich zu. Irgendwann kam halt diese Schiene Sportler, Menschen auf mich zu im öffentlichen Leben, Fußballprofis, so wie Mats Hummels als Beispiel, was ich öffentlich sagen darf, die einen großen Rang haben, wo du auf einmal Einflüsse, Einblicke bekommen hast, wo ich am Anfang dachte, so wow, wer ist das denn und warum sind diese Menschen gerade da, wo sie sind? Und es war tatsächlich für mich ein sehr, sehr schöner Einstieg in diese Berufswelt des Sportlerseins. Und bin mittlerweile einer der erfolgreichsten, darf ich bewusst sagen, im Bereich Mentalcoaching, im Bereich Coaching, im Bereich Eventsgestaltung, weil ich auch eigene Events mache mittlerweile. Und meine Mission ist es tatsächlich, noch mehr Menschen zu helfen, nicht nur Fußballern, nicht nur Sportlern, sondern eben über den Tellerrand hinaus wieder weiterzuschauen. Und eben das tue ich auch mit meinen Events, wo ich am Ende des Streams nochmal ganz viel sagen werde zu. Aber vor allen Dingen möchte ich dieses Jahr, und das ist eine sehr, sehr große Herzensmission, und das schaffe ich nicht allein, ja, über 1 Million Menschen helfen. Das ist ein großes Ziel. Das bin Ja, ich. cool. Und ich bin ja auch mit dabei, dieses Ziel ein bisschen mitzutreiben, vielleicht, oder auch den Fußball ein bisschen zu verändern. Mein Motto wie deshalb, wir haben uns ja auch schon ausgetauscht, schon viel. Einer der wenigen bist du ja, der auch eigentlich komplett meine Geschichte, Lebensgeschichte weiß. Also deshalb, ja, Rückschläge gehören halt immer dazu. Wie zum Beispiel der letzte Freitag bei mir persönlich durch den Tornado, der direkt ja, hinter mir sozusagen hier eingeschlagen ist. Aber wir reden ja heute über das Schöne, über Fußball, über Mentalität und das Wichtige. Du hast ja auch zum Beispiel, warst Profispieler oder warst in der Regionalliga unterwegs. Das wissen ja eher weniger so von dir. Deshalb kannst du ja auch so ein bisschen dieses Denken, Spielerdenken hast du ja auch so ein bisschen, diese Faktoren Erfolg, weil Regionalliga ist der Weg Richtung Profifußball. Da ist auch viel, wie nennt man das, auch Differenz oft. Da scheitern oft die Karrieren und da stehen die Leute auf dem Boden. Manche verdienen natürlich auch ganz gut. Und natürlich auch erstmal kurz noch dem Chat Hallo sagen. Martin ist auch am Start, den ich mitgenommen hatte von Frankfurt in Frankfurt. Hannibal King ist Martin. Allen natürlich, ihr könnt eure Fragen stellen. Deshalb, dieser Weg dann auch Richtung Profifußballer, klar, du Unternehmen und Co., aber ist das dann auch speziell, weil du selbst gespielt hast, so der Fall? Tatsächlich nicht, denn dass ich Profifußballer mittlerweile coache oder begleite, liegt tatsächlich nicht daran, dass ich selbst Fußball gespielt habe. Und für mich, wenn mein Anspruch sehr hoch gespielt habe, ich hätte es vielleicht auch noch höher schaffen können, aber da hat das Leben halt mit meiner Krankheit und mit meinen Verletzungen halt ja, mir eine andere Botschaft mitgeben wollen, eben in Bezug auf: Lohnt sich nicht, Benny, mach was anderes, Ja. mach was anderes, wo du vielleicht Menschen mehr helfen kannst. Und tatsächlich habe ich am Anfang mit meinem Coaching-System und mit meinem Gesundheitssystem durch die Fernsehauftritte, ich war auf allen Fernsehsendern etc., ja, unterschiedlichste Menschen in Krankheitsgeschehnissen und Gesundheitsgeschehnissen geholfen. Und erst vor 2,5 Jahren tatsächlich, als der erste Lockdown so sich angedeutet hatte, erst vor 2,5 Jahren, als so Lockdown, Ja. Corona immer lauter wurde, kam eine Promi-Dame damals auf mich zu, die Elna Margret zu Bentheim, darf ich jetzt mittlerweile ganz öffentlich sagen, ist eine wirklich tolle Frau, eine Fürstin, die ich gecoacht habe, die auf mich zukam, einfach über Instagram. Ich hatte dort eine Reichweite von 40.000, 50.000 Followern damals, war schon relativ groß aufgrund der Fernseh- und medialen Aufmerksamkeit. Aber ich habe nie wirklich den Gedanken gehabt, tatsächlich Promis, Fußballer oder Unternehmer, oder ich habe einen der reichsten Menschen Deutschlands gecoacht, über ein Jahr mittlerweile sehr befreundet, Christian Busch, der jetzt auch auf meinem Event ist tatsächlich, und selbst spricht. Und das ist alles tatsächlich schicksalsmäßig auf mich zugekommen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte mehr Menschen helfen. Aber wie kannst du mehr Menschen helfen, indem du größere Menschen, die einen größeren Einfluss vielleicht auch haben, noch mehr hilfst? Und über deren Kanäle, über deren Sprachröhre, über deren mediale Aufmerksamkeit eben am Ende des Tages noch mehr Menschen hilft. Denn sind wir mal ehrlich, wir können immer nur den Menschen beeinflussen, den wir jetzt gerade aktuell, der gerade vor uns sind. Und wir können gerade nur den Menschen tatsächlich helfen, der jetzt gerade in diesem Moment aktiv in der Tonne steckt. Wenn ich Menschen mehr Frieden am Ende des Tages einbringe, kann er mehr Frieden nach außen bringen. Und schon mit hilft ein Christian, ein Mirko, ein egal wer, wiederum auch andere Menschen, durch sein Standing, weil er etwas verändert hat, bewusst verändert hat. Das Fußballer-Dasein, die Promis, die Stars, egal wie wir sie alle nennen wollen, es kam einfach. Fußballvereine mittlerweile, Firmen, große Firmen,
große Fußballvereine, namhafte Fußballvereine. Ich bin vernetzt mit wundervollen Sportdirektoren, Marcel Schäfer, der eventuell auch zu mir mitkommt. Anne Friedrich, wundervolle Menschen, Persönlichkeiten, die Arbeit, die ich tue, eben schätze, weil ich eben zwischenmenschlich arbeite. Und das ist, glaube ich, anders, weil ich halt enorm Mensch bin. Du kennst mich, Adrian, ich bin enorm bodenständig, ich fahre kein, das soll jetzt gar nicht privilegiert sein auf Marken oder dergleichen, aber ich bin nicht auf Marken aus, ich bin nicht auf, ich habe einen großen Verdienst, definitiv, weil ich diene, weil ich viel, viel diene, verdiene ich auch viel. Aber ich gebe viel. Ich baue Schulen in Kongo aktuell, mit Lichter der neuen Zeit. Ich habe ein Schulprojekt mit Montessori hier in Deutschland vor, wo ich viel geben möchte, wo ich viel zurückgeben möchte an Menschen, die vielleicht gerade nicht so viel haben. Und das bewirke ich eben mit großer Aufmerksamkeit von anderen Stars, Fußballern. Aber es war nicht mein Wunsch. Also es war nicht dementsprechend das Ziel, dass ich mein Psychologiestatus so rum am Nageln hänge, damit ich dementsprechend Fußballer helfe. Das war nie mein Wunsch, also im Sinne von mein Ziel. Es kam einfach eingeprasselt und ich habe es dankend angenommen. Ja, und von der Bodenständigkeit würde es auch nicht so oft geben, glaube ich, bei so großen Events, dass dann im Hintergrund irgendwo ein Baby kreischen ist. Das ist Benjamins Baby, sein eigenes Kind, glaube ich, gibt es auch nicht so oft. Aber wir sind ja ein sehr interaktiver Chat. Das ist ja der Vorteil an Twitch für deine erste Bühne hier. Und deshalb kommt von Marco die Frage: Was empfiehlst du aus eigener Erfahrung Profisportler auf psychologischer Basis? Ja, der Begriff psychologischer Basis ist immer so gefährlich. Warum? Ich nehme jetzt das gängige Beispiel. Ich komme zu einem Fußballverein und die engagieren mich. Und die engagieren mich offiziell als Psychologe, als Mentalcoach, als egal was. Und das Problem ist, wenn ich dementsprechend im Verein integriert bin, bin ich dementsprechend, habe ich eine feste Anlaufstelle. Sei es meine Praxis, mein Zimmerchen. Und sobald ich mein Zimmerchen habe, ist es so, habe ich einen Psychologiestatus. Im Sinne von, du gehst zum Psychologen, dir geht es nicht gut. Oh Gott, Trainer weiß Bescheid, der ist nicht gut drauf, der hat im Kopf ganz andere Probleme, der ist gerade aktuell nicht belastbar. Und das ist tatsächlich das Problem in Deutschland primär, dass wir oftmals mit psychologischer Behandlung, mit psychologischer Basis, mit Mentalcoaching oftmals noch sehr, sehr häufig eben Negatives verbinden, bewusst Schwäche. Ich habe 80% von Profifußballern oder Sportlern, Promis etc. begleitet, die keine Schwäche hatten, sondern die stärker werden wollten. Die tatsächlich noch mehr an sich arbeiten wollten und offen waren eben für Neues. Ich bin jetzt gerade aktuell mit einem sehr, sehr talentierten 19-jährigen, nee, 18-jährigen Fußballtorwart aus Borussia Dortmund in Kontakt, aus der U19. Und auch er sagte, ich tue das, weil ich dementsprechend noch mehr erreichen möchte, weil ich noch mehr mich entwickeln will. Und genau das ist dementsprechend auch mein Ansatz. Es geht tatsächlich nicht darum, wenn ich die Frage nochmal richtig deuten darf, was empfehle ich tatsächlich auf psychologischer Basis? Ich empfehle nichts, sondern ich empfehle dementsprechend dir bewusst zu sein, wenn du als Profifußballer etwas tun möchtest, mental, dann mach es, weil du dich weiterentwickeln möchtest. Mach es nicht, weil du glaubst, dass du dadurch denkst, dass du eine Schwäche hast. Natürlich kommt durch das mentale Arbeiten an dir selbst unterschiedlichste neue Themen, unterschiedliche neue Dinge wieder hoch. In Bezug auf, was darfst du besser machen? Und denkst am Anfang vielleicht als Profifußballer, verdammt, ich habe in meinem ganzen Leben total viel Scheiße gebaut. Oder ich hatte einen Fußballer, der gedacht hat, okay, er ist der beschissenste Mensch auf der ganzen Welt. Der hat so an sich selbst gezweifelt, wo ich wirklich in der Session über 4, 5 Stunden mit dem zusammenarbeiten durfte, damit er wirklich merkt, dass es nicht darum geht, dass er daran zweifelt, wie scheiße er ist. Und dann sieht, was er für Möglichkeiten hat, noch mehr an sich zu arbeiten. Und das ist so ein Stück weit meine Arbeit, wie sie umschrieben wird. Es geht mir nicht darum, dass ich dir zeige, wie scheiße du bist, sondern es geht mir darum, dass ich dir zeige, was du noch mehr für Möglichkeiten hast, um noch besser zu werden. Ja, du hast ja eben davon geredet, einer deiner Beispiele, Mats Hummels, den ja jeder kennt, also jeder, der Fußball bewandert ist, wird Mats Hummels kennen. Man redet ja oft über die Spieler, also jetzt auch Medien oder wir Fans, sag jetzt mal, wenn viele von mir oder der Wochenschau sind Fans, auch Fußballfans. Man redet oft viel mehr drüber, aber man redet nicht mit den Leuten. Das sehe ich ja auch hier in den Gesprächen der Wochenschau am Mittwoch. Und das ist ja wahrscheinlich auch so der Faktor, oder, eines Mentalcoaches, so ein bisschen mit den Leuten zu reden, als über die Leute nur zu reden, oder? Beides tatsächlich. Also ich würde sagen, es ist ein Zusammenspiel aus allem. Ich rede nicht nur mit den Menschen, ich nehme mir nicht nur
Zeit für die Menschen, sondern ich bin jederzeit da. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen mir und anderen Mentalcoaches. Ohne andere Mentalcoaches dort vielleicht niederschwelliger darstellen zu lassen oder dergleichen, oder sie irgendwie ansatzweise vielleicht nicht gut dastehen lassen zu wollen. Ganz im Gegenteil, es gibt tolle Mentalcoaches, tolle Kollegen. Ich kann ja nicht die Welt alleine retten, das weiß ich ja selbst. Aber ich würde ganz bewusst sagen und egoistisch sagen, dass mein Einsatz, den ich mit meinem Team auch jeden Tag fahre, eben nonstop für diesen Menschen, für diese Person, egal welchem Status er gerade ist, ob er jetzt Profifußballer ist oder nicht, ob er Star ist oder nicht, nonstop da zu sein, also 24/7 über unterschiedliche Kanäle, über unterschiedlichste mediale Einflüsse. Und das gibt halt ein Radius an Sicherheit dem Gegenüber. Gerade auch Fußballer brauchen Sicherheit, die brauchen Vertrauen, die brauchen nicht nur dieses typische, ich mache mal einen Call mit dir oder ich bin mal eben kurz bei dir zu Hause und mache mal kurz eine Meditation oder ich mache mal kurz das oder dies, sondern sie brauchen dieses vollumfängliche Paket. Wenn ich jetzt auf das Thema Mats Hummels eingehe, speziell habe ich dort am Anfang gefühlt jeden Tag 12 Stunden gehabt. Nicht, ich war 12 Stunden jeden Tag da, sondern ich war nonstop auch beim Schreiben, beim Sprachmemos, am Telefonieren, an das, an Koordinieren und so weiter. Von einem zeitlichen Radius, auch ein Christian Busch sagt das immer wieder und er wird es auch am Wochenende, am Samstag auf der Bühne sagen, er hat noch nie einen Coach erlebt, der so viel Blut, Schweiß und Tränen investiert, pro Tag mindestens 10 bis 12 Stunden pro Klient da zu sein oder einfach mal sofort erreichbar zu sein oder sofort eben den richtigen Impuls zu schicken oder dergleichen. Sonst gibt es eben wie klassisch, wie wir es kennen, man geht hin einmal die Woche oder alle 2 Wochen hat man einen Termin und das war's. Aber was passiert in der Zwischenzeit? Was passiert nach dem Training? Was passiert vor dem Training? Was passiert nach dem Spiel? Das ist auf einmal keiner, man ist allein. Und genau da gebe ich eben diesen Radius an umfänglichen Arbeiten am Menschen, was so, glaube ich, nicht heute generell verbreitet ist. Vielleicht auch so die Frage, die mir so im Kopf eben nochmal gekommen ist, speziell, wenn ein Spieler, also sagen wir mal ein guter, bekannter Spieler von großem Verein, der Interesse hat an sowas, also sich trainieren zu lassen, wie schwer ist es, an diesen Spieler auch heranzukommen, weil wir, oder ich kenne es selber, Vereinswelt oder Vereine sind generell man will sich nicht verändern oder die Veränderung dauert lange, langfristig. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung generell allgemein wird ja auch noch immer viel bei vielen leider nicht so wichtig wahrgenommen. Hokus Pokus bei manchen auch vielleicht so. Und wie schwer ist es dann mit dem Verein, das auch zu kombinieren, dass man mit jemandem mit AB zusammenarbeitet? Das ist natürlich auch interessant mal zu wissen. So. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr langer Prozess. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst mit dem Verein zusammenarbeiten, da kann jeder kommen. Also ich nehme jetzt mal das gängige Beispiel VfW Wolfsburg. Mit VfW Wolfsburg habe ich eine Zeit lang zusammengearbeitet und so ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen Erfolg dazu beigetragen in Bezug auf Champions League. Also dass sie in die Champions League gekommen sind. Aber das Spannende ist tatsächlich gewesen, dieser Prozess dorthin. Ich kann mich noch daran erinnern, bevor es überhaupt zu so einer Zusammenarbeit gekommen ist, bin ich wirklich durch sämtliche Telefonkonferenzen gelaufen, förmlich gegangen. Ich bin am Ende des Tages durch so viele unterschiedlichste, fast schon Bewerbungen gelaufen, Schriftstücke austauschen, Angebote austauschen. Ich war, ich glaube, 3-mal in Wolfsburg, habe persönlich mit Marcel Schäfer gesprochen. Beim ersten Mal habe ich mir fast in die Hose gekackt gefühlt, weil es war tatsächlich, ich habe viele, viele Regionalliga-Vereine zu dem Zeitpunkt begleitet. Ich habe als Beispiel SC Paderborn begleitet. Das war auch eine coole Zeit. Von vielen der Herzensvereine im Chat, also von mir natürlich auch. von der 4. in die 3. Liga, von der 3. in die 2. Liga. Also das war auch eine coole Zeit. Oder Hannover habe ich mal eine Zeit lang begleitet oder unterschiedliche andere Vereine, kleinere Vereine. Und dann kam halt ein etwas größerer Verein. Und das ist schon für mich ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin angekommen und die Message wird verstanden. Und
Es ist tatsächlich aber nichtsdestotrotz so, dass du heutzutage in Vereine oder an Spieler sehr, sehr schwierig rankommst, weil natürlich eine große Schutzbubble da ist. Wenn du natürlich eine große Reichweite hast, so wie ich sie mittlerweile habe, oder ich sage mal einen großen Erfahrungsschatz vorweisen kannst, kommst du viel leichter an die Spieler oder an die Vereine ran. Ich habe mittlerweile ein Standing mir erarbeiten dürfen, ein Standing mir, oder ich habe ein Standing erreicht, wo viele Mannschaften oder wo viele Teams eben auch sagen, so ja, das ist mega interessant, so wie der Mensch arbeitet und den möchten wir gerne kennenlernen. Und sobald ich bei diesem Kennenlerngespräch bin, zu 90% wollen die Teams oder will die Mannschaft dann nicht ohne mich. Es ist jetzt egal, ob sie nur eine Keynote von mir buchen oder ein Motivationsseminar regelmäßig buchen oder ich mit den Spielern dann immer so näher zusammenarbeite. Egal was, wie, wo. Es ist tatsächlich so am Ende des Tages, dass ich würde mal jetzt ganz klar behaupten, dass die Mannschaft einen sehr, sehr großen Schutzrahmen in der ersten Bundesliga vor allen Dingen hat, bevor es da wirklich so richtig in den Kontakt geht. Also es wird sehr, sehr viel selektiert, es wird sehr viel vorab gefiltert, bevor es am Ende des Tages wirklich so eng, richtig eng in den Kontakt geht. Ja, wir können jetzt auch gleich da nochmal eingehen. Natürlich den Herzensverein von mir, Paderborn. Das war ja nicht nur aus Vereinssicht, auch aus Fansicht natürlich mental ganz down irgendwann, weil damit hat man ja wirklich alles mitgemacht, von Herzinfarkt gefühlt bis zu Emotionsschüben. Aber ganz kurz, wenn du zum Beispiel ein Fußballspiel siehst, wie guckst du dir denn so ein Spiel dann an? Oder wenn siehst du andere Sachen, auf die ich ja zum Beispiel als Fan vielleicht gar nicht drauf achte? Also wenn ich ein Fußballspiel mir anschaue, achte ich oftmals auf Mimik und Gestik, also Körperhaltung. Und ich habe das bei Dortmund sehr, sehr häufig immer wieder beobachtet, gerade das Thema Jadon Sancho damals oder Rafael Guerrero sind so zwei Charaktere für mich in Dortmund und das sage ich auch ganz öffentlich. Sobald ein Rückstand geschieht und oder ein Rückstand eingefahren ist, ist die Körperhaltung immer sehr, sehr destruktiv in Bezug auf zurückhaltend. Die Spieler, man merkt es ihnen dann in dem Moment an, dass sie gerade überhaupt gar nicht gut zu sprechen sind. Und das ist natürlich für die Mitspieler ansteckend. Das ist gefährlich. Und oftmals war es dann halt auch wirklich so, wenn Dortmund in Rückstand geraten ist, war es für sie umso schwieriger, sich wieder zu fangen oder auch ein James Sancho oder ein Guerrero wieder mit in die Bahn zu bringen, damit sie am Ende des Tages auch einen Torerfolg hatten. Also ich achte wirklich auf dieses Zwischenmenschliche, auf diese Kommunikation. Aber natürlich ist so also bei meinem Herzensverein Borussia Dortmund oftmals natürlich auch die Leidenschaft noch umso höher. Also in Bezug auf, wo ich da mit Argusaugen genauso drauf schaue, bin ich auch sehr, sehr kritisch mit dem Verein. Und ich bin da auch ganz kritisch in Bezug auf, wie sie mit Spielern oder wie die Kommunikation auch im Team ist. Das ist ein großer Verbesserungswürdig, also das ist verbesserungswürdig, so würde ich sagen, genau. Ja, ihr habt natürlich die Chance, eure Frage zu stellen. Wir sind noch ein bisschen, haben wir noch Zeit. Irgendwie ist, glaube ich, gerade die 500er Schallmarke eben gewesen bei Instagram, aber der Weg irgendwie nicht da. Aber ich denke, ihr werdet mal Benny ein, zwei Mal bestimmt auch noch mal hier sehen, glaube ich. Also man sieht ja Auf auch, jeden dass er Fall. Bock hat auf Twitch. Auf jeden Fall. Und ja, gehen wir zu dem Herzensverein, den ich ja eben angesprochen habe, Paderborn. Da war es ja wirklich so, man wäre ja eigentlich in der vierten Liga gewesen. Also eigentlich war man in der vierten Liga, aber man hat es ja irgendwie mit viel, viel Glück geschafft. Oder also, ob man das Glück nennt, ich weiß es nicht. Du schreist rum wie so ein Tor schießen, wenn sie so ein Ja, Tor wenn Dortmund ein schießen. Tor schießt, dann schrei ich rum, ja. Ja, ich auch. Und das war ja wirklich ein mentales Ende bei jedem. Also nicht nur die Spieler, Verein, aber auch Fans, also ganz Paderborn gefühlt. Wie schwer ist es dann wirklich, so eine Mannschaft überhaupt dann anzusprechen? Oder wie schwer ist es überhaupt dann an so einen Verein heranzukommen? Weil jeder ja wahrscheinlich auch so ein bisschen abwesend ist. Jeder hat vielleicht schon im Kopf seinen anderen Verein eventuell. Aber, oder irgendwie, wenn wirklich die vierte Liga da gewesen wäre, wäre vielleicht kaum einer da gewesen noch. Aber so ein bisschen war man ja wirklich am Boden. Man war komplett am Boden. Ich kann das tatsächlich an den Finger abzählen. Solche Situationen habe ich sehr, sehr häufig also gehabt. Sei es auch bei Fortuna Köln, hatte ich das neulich auch sehr, sehr, sehr arg gehabt oder bei Viktoria Köln. Gerade wenn es zum Saisonende hingeht
Oder gerade wenn es so in die Entscheidungsphasen geht, dann merkt man natürlich, dass gewisse Spieler abwesend sind oder Ja. gewisse Spieler eben nicht mehr in dieser Dynamik sind, weil sie das Vertrauen zum Verein vielleicht verloren haben. Und das gibt es leider Gottes sehr, sehr häufig. Also sehr, sehr häufig, dass gewisse Mannschaften eben diese zwischenmenschliche Kommunikation eben nicht hinbekommen bis zum Ende der Saison, dass es wirklich ein Team bleibt. Und wenn ich in solche Vereine komme, dann ist es oftmals eigentlich schon fast schon zu spät, weil die meisten Teams, die meisten Sportmanager oder dergleichen sagen meistens immer so, ja, ich brauche jetzt zum Relegationsspiel als Beispiel jetzt einen Ja. Motivationscoach. Ich brauche jetzt zum Abstiegskampf in den letzten zwei, drei Spiele jetzt nochmal einen Motivationscoach, Mentalcoach. Wo ich mir immer denke, so Leute, ey, ich kann nicht hexen. Natürlich gibt es da vielleicht mal so eine 1% Motivation oder nochmal einen eigenen anderen Impuls. Aber ganz ehrlich, die ganze Mannschaft reißt du damit nicht mit. Sondern mein wünschenswerter Ansatz ist immer, wenn ich bei Vereinen drinne bin, dass ich wirklich eine ganze Saison oder ich sag mal sehr, sehr lang das Team begleite. Und dadurch gibt es halt diese Erfolgsfaktoren dann. Wenn es jetzt darum geht, dass man dann nichtsdestotrotz dann nochmal ein Team eventuell als Team formiert über die letzten Male, bevor es jetzt die vierte Liga oder dritte Liga oder whatever geht, brauche ich glaube ich nicht viel tun. Ich bin einfach präsent. Das klingt immer sehr, sehr komisch. Ich hatte jetzt das klassische Beispiel mit dem Kamerateam, als es dabei war, bei Fortuna als Beispiel. Ich bin dort in die Kabine gekommen und enorm skeptische Blicke, weil Trainer weg, das weg, dies weg. Also gab es schon wirklich ganz, ganz schlimme Zustände in Bezug auf das Teambuildingsmäßige. Und ich bin dort reingekommen und ich habe einfach mit den Jungs erstmal eine Atemtechnik gemacht. Also ganz easy reingekommen, eine kleine Rede gehalten. Und danach eine Meditation. Und das ist so, dieses Meditationsthema bei Fußballern ist immer noch so, oh Gott, jetzt kommt er mit Hexerei oder jetzt kommt er Richtig. mit, oh Gott. Und ich habe den Leuten einfach nur, ich habe die Leute wirklich nur gebeten, nimm dir diese 2, 3 Minuten. Es wird nur eine kurze Session und es waren tatsächlich dann 20 Minuten, aber ist egal. Nimm dir die Zeit für dich und gib dir selbst die Chance. Nimm es ernst. Ich habe die Lichter ausgemacht, dass keiner sich gegenseitig sieht, dass es so einen Identitätsraum gab. Und die haben es nutzen können. Und ich habe tatsächlich 80% der Spieler überzeugen können. Wenn du Mannschaftsrat, Mannschaftskapitän und dergleichen überzeugst, dann hast du das ganze Team. Dann hast du wirklich so dieses komplette Gefüge. Mehr brauchst du nicht. Das ist, hat man sehr schön merken können und dürfen, was das dann halt tatsächlich mit dem Verein macht. Yes, und was auch ein wichtiger Faktor ist, meiner Meinung nach, aber vielleicht hast du da die Einblicke auch von Spielern selbst mal bekommen, wie wichtig sind wirklich eigentlich die Fans für Spieler oder für so einen Verein. Also manchmal habe ich das Gefühl, für einen Verein sind Fans gar nicht mal mehr so wichtig, so richtig wichtig, aber für Spieler, für viele Spieler auch immer weniger. Aber wie weit ist ein Fan wichtig? Also die Stimmung zum Beispiel, hier haben wir ja einen gehabt, du schreist rum, wie wenn sie ein Tor schießen, im Stadion eventuell. Wie wichtig sind dann wirklich diese Unterstützung? Wie viel Prozent würdest du sagen, in so einem Kreis irgendwo, kann so eine Fanpower sein? Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ich glaube, natürlich gibt es manchmal Vereine oder Teams oder Spieler, die da nicht so darauf Wert legen. Aber wenn ich jetzt eine Prozentzahl sagen dürfte, 80% der Mannschaften, der Spieler, der Vereine legen enorm großen Wert auf, was die Fans eben äußern. Und ich habe dementsprechend den Spieler, oder den betreue ich immer noch, einen sehr, sehr bekannten Stürmer, der sehr großen Respekt hatte vor den Fans. In Bezug auf, wie reagieren sie, wenn er jetzt kein Tor schießt, wie reagieren sie, wenn er dementsprechend daneben schießt. Ein Spieler, der sehr, sehr großen Wert tatsächlich bis heute darauf legt, was denken die anderen über mich. Und ich nehme mal jetzt das Beispiel, das ist ein sehr, sehr gruseliges Beispiel bei Schalke 04, erste Liga, Abstieg, was Fans tatsächlich auslösen können für auch Angst bei Ja, Spielern, in klar. Bezug auf Verfolgung. Wie viele Spieler wurden nach dem Abstieg, nach dem vorletzten Spiel, dementsprechend verfolgt bis nach Hause von Hooligans oder dergleichen. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht für das Thema Fangebilde, aber ich weiß, dass Fans einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf Verein, auf Spieler. Und für mich sind Fans enorm wichtig, eben bezüglich Motivation, in Bezug auf 12. Mann, bezüglich Kraft. Signal Iduna Park als Beispiel, wenn du da 84.000, 83.000, 85.000 Menschen da vor dir hast, oder hinter dir hast, besser gesagt. Beflügelt natürlich nochmal.
Richtig. Vielleicht noch sogar zur letzten Frage, bevor wir auf zwei Sachen kommen. Tobias Beckmann hier im Chat ist auch am Start, da können wir auch gleich reden, wir auch kurz noch drüber. Ein Team hinter einem Team redet man ja oft. Wir sehen jetzt zum Beispiel jetzt bei Frankfurt oder WM, früher in der WM, wo man die WM gewonnen hat. Da passt es dann auf einmal, wenn man so ein Gefüge ist, ein Team hinter einem Team auch da steht. Wie weit ist dann auch diese Unpassung zum Beispiel? Man sieht manchmal ja bei Vereinen, du hast eben vorhin Dortmund angesprochen, man sagt ja in der Medizinabteilung, das letzte Jahr oder dieses Jahr hakt es, oder man hat Leute rausgeschmissen bei Bayern im Medizinbereich, weil es halt nicht gepasst hat und nicht gestimmt hat. Und das formt ja auch ein Team, egal welche Position im Verein generell. Wie wichtig ist diese Teambuilding dann wirklich, also das Team hinter dem Team? Melden sich Leute auch aus dem Verein, aus dem Büro bei dir zum Beispiel und sagen, ich würde gerne von dir gecoacht werden? Das ist tatsächlich noch nicht passiert, aber ist natürlich auch etwas, was ich mir immer vorstellen kann. Mein Wunsch ist es tatsächlich, den ganzen Verein mitzunehmen. Also, wenn es darum geht, okay, Beispiel jetzt, ein Verein bucht mich wirklich für ein ganzes Jahr, dann bin ich nur für den Verein da. Also gab es halt auch schon, wo ich dann halt anderen Vereinen eine Absage geben musste, eben auch bezüglich Konkurrenz. Also jetzt Beispiel jetzt, ich würde Bayern und Dortmund gleichzeitig als Mentalcoach betreuen. Kapazitätstechnisch schwierig, A, und B, natürlich auch wertetechnisch überhaupt schwierig. Ich könnte ja gegenseitig aufspielen. Ich könnte Bayern den Spielern, ich könnte die hypnotisieren, Richtig. dass die die ganze Zeit verlieren und Dortmund die ganze Zeit gewinnt. Also geiler geht's ja gar nicht. Ne? Ich bin ehrlich, ich würde es sogar tun. Nein, Spaß. nee, aber Spaß beiseite. Wenn jetzt dieses Thema Verein oder dergleichen aufgeht, ich begleite tatsächlich viel lieber den ganzen Verein, den ganzen Sportverein, das ganze Team, das ganze Staff-Team, wie ich es halt auch schon öfters gemacht habe, sei es von Regionalliga bis erste Liga, alles schon durchgehabt. Aber die Mitarbeiter als solches hatte ich zwar noch nicht, aber auch das kann ich mir halt enorm gut vorstellen in Bezug auf Seminare oder dergleichen. Also ich glaube, die Lücke nach oben unentgänglich, also die geht unendlich weit. Ich gucke gerade ganz skeptisch an den Fenster, weil ich höre, es regnet. Das ist nicht so geil. Aber vielleicht dann noch die letzte Frage. Eintracht Frankfurt habe ich ja angesprochen. Da sieht man ja irgendwie, dass es passt irgendwie auf jeder Position aktuell. Kann natürlich in der nächsten Saison wieder komplett anders sein. Das macht aber auch so Spaß, so einen Fußballverein dann auch zu sehen, wenn wirklich alles passt. Verein, Spieler, Zusammenhalt, ein Ziel. Man erreicht das Ziel gemeinsam. Der Präsident hat ja schon wieder ein nächstes Ziel ausgegeben, gefühlt. Aber wie gefällt dir das dann so, dass man dann wirklich auch sieht, dass bei so einem Verein dann wirklich alles stimmt, oder wenn du einen Verein betreust und es klappt dann wirklich so? Es ist natürlich eine Genugtuung. Also wenn es klappt, als Beispiel, dann ist es wirklich eine Genugtuung, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für den Verein als solches, weil er dann entsprechend das Richtige investiert hat. Ich find, es ist auch richtig, richtig schön, immer wieder zu sehen, was es eben bringen kann, wenn neue Menschen auch einfach als Einflussgeber oder dergleichen am Ende des Tages in dein Leben kommen. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig schon erleben dürfen. Was es eben bedeutet tatsächlich, wie schnell Menschen etwas verändern können. Ja, also wir Menschen sind ja enorm schnell veränderbar in Bezug auf anpassbar, in Bezug auf Umgegebenheiten und dergleichen. Und das ist beim Sportverein, egal wo, ob jetzt der Spieler wechselt oder nicht, als Beispiel jetzt Dortmund, Erling Haaland ist weg, jeder Spieler ist ersetzbar, ganz ehrlich. Ja, Erling Haaland ist super, aber jeder Spieler ist ersetzbar. Und das ist das Interessante tatsächlich auch im Fußball, weil ein anderer Spieler wieder neue Ansätze mitbringt oder eben auch andere mentale Anforderungen oder dergleichen. Und schon ist Fußball ein ganz anderes Fußball. Im Chat schreibt Tobias Beckmann, nächstes Jahr wird es sehr spannend, und sehr spannend wird es auch am 23.07., wenn wir uns auch wieder sehen persönlich. Du und ich mit einer offiziellen Aufgabe, die Wochenschau Mittwoch ist sozusagen das erste Mal richtig offline unterwegs, auf dem großen Benefizspiel in Freudenstadt, ausgerichtet von unter anderem Tobias Beckmann, wo du ja selbst die Fußballschuhe auch schnürst und selbst spielst, nach langer Zeit vielleicht auch wieder richtig. Was erwartet einen da, oder um was geht's? Kannst du ja auch noch mal erzählen. Ich bin auch sehr gespannt. Also kurz und knapp, das Event, The Next Level Event, oder aber auch Tobias Beckmann vor allen Dingen,
Freudenstadt ist es, wo es ist? Genau, Freudenstadt. Freudenstadt. Das sind, glaube ich, alles Projekte, die enorm mit Herz kreiert Ja. werden. Und bei Tobi ist es vor allen Dingen ein Projekt, der dementsprechend enorm viel in die Welt trägt, etwas Gutes tut für Kinder, für Menschen, die dementsprechend vielleicht nicht so ein gutes Leben führen können, für Kinder, die eben dementsprechend nicht ihr eigenes verantwortliches Leben so führen können, wie sie können. Und ein Benefizturnier eben veranstaltet mit unterschiedlichsten Allstars, Profis etc., Menschen. Ich stehe auch auf dem Platz, ich kicke auch mit. Hoffentlich bleiben die Beine heile von den anderen natürlich, weil ich bin ja Mentalbeast. Und ja, freue mich da mega drauf. Ich auch. Und ja, die Wochenschau Mittwoch, Shit, für die, die jetzt da sind. Wir sind eine ganz kleine Runde jetzt. Irgendwie hat es wahrscheinlich mit dem Link gar nicht so gut geklappt. 9 Leute sind beim Chat. Wir werden auch live dabei sein. Also ihr könnt live dabei sein, auch im Chat. Das gibt's ordentlich. Da werden die ein oder anderen Spieler interviewt, auch vielleicht der liebe Benny. Und den Schwank von Kinder, ich versuche gerade eine gute Umleitung zu machen, was jemandem auch wichtig ist, unter anderem Carsten Stahl, der auch vor Ort ist, der aber auch auf der Bühne beim Next Level ist, beim Event vom lieben Benny, wo ich auch da bin, wo ich auch schon dabei war in Frankfurt und ja, mich sehr, sehr freue. Das ist eine richtig geile Veranstaltung, weil wirklich viele Leute dort sind, die man gar nicht vielleicht persönlich nie getroffen hätte oder nie so auf einer Bühne gesehen hätte. So, ich sag mal, Promis, Fußballspieler, aber irgendwie auf einem normalen, auch sozusagen auf einer Ebene sind, was ich mit dir ja auch schon oft erlebt habe. Ich war ja immer erstaunt, als du so schnell angeantwortet hast, bei so einer riesen Reichweite. Und ja, was erwartet uns da? Und du hast, glaube ich, was mitgenommen, hast du ja auch eben gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also zum einen erwartet uns dort natürlich ein riesengroßes Netzwerk an Profis, an Influencern, an Stars, an wundervollen Menschen, die eine Geschichte mit sich bringen, Menschen, die mit euch etwas teilen wollen, die unfassbar nahbar sind, die ja, unfassbar viel Wissen auf die Base bringen. Es geht um dein Körperempfinden, es geht um dein Körperbewusstsein, es geht um deinen Körper. Empfindlichkeit. Ich bin mega gespannt, wie viel Leistungspotenzialsentfaltung wir tatsächlich dort erleben dürfen. Ich werde dort unfassbar krasse Übungen, die ich auch mit Fußballprofis und dergleichen mache, dort veröffentlichen. Ich werde zum ersten Mal eine riesengroße Massenmeditation, Massenhypnose tatsächlich machen mit über 400 Menschen. Wir werden ja unfassbar geiles Erleben, 2 Tage lang, deep, leckeres Essen, leckeres Trinken. Ja, und ich sage mal so schön, die Stars zum Anfassen. Das ist Richtig. ziemlich geil. Ja, ich freue Und mich auch mega. Ja. da wir jetzt gerade hier in dem Stream sind und ich weiß jetzt nicht, wie viele gerade dabei sind, aber egal wie viele, wenn du noch kein Ticket hast oder du schon ein Ticket hast und du möchtest gerne noch jemanden mitnehmen, dann schreib bitte den Adrian oder schreib mir auf Instagram und du kriegst ein Ticket kostenfrei. Yes. Ich hau's Dir jetzt schreibt raus. Benny jetzt direkt. Genau. Richtig geil. Also, oder schreibt doch gerne den Adrian auf Instagram oder Ja. dergleichen oder mir, Benjamin Berg Official. Und ihr kriegt ein Ticket kostenfrei. Egal, ob ihr schon eins habt, dann nehmt ihr noch eine zweite Person mit. Ich möchte gerne, weil wir nämlich aktuell, ich glaube, 9 oder 10 Absagen haben aufgrund von Krankheit, möchte ich gerne die Genau. Tickets kostenfrei rausgeben. Geil. Richtig cool. Schreibt mal in einen Einzelchat, wer noch im Chat dabei ist. Ich glaube, so 7, 8 Leute sind noch im Chat dabei. Richtig cool. Dann gucken wir gleich mal im E-Mail-Fach bei Instagram. Und ja, richtig cool. Jetzt kommen wir zum Ende, weil wir gleich auch noch ein persönliches Meeting zusammen haben. Komme ich zur Abschlussfrage. Die kennst du noch nicht, oder hast du schon einen Talk dir angehört? Nee, noch nie. Okay, dann kommt die Frage, die jeden hart trifft. Jedem, egal ob es Thomas Wagner, ob es ja, Fußballspieler und Co. waren. Deine lustigste Story als Mentalcoach im Fußball, wo du so sagst, ach du Scheiße, dir die Hände voll lasst oder Daniel zum Beispiel darüber immer noch lacht und du noch nicht lachst oder ja, irgendwie eine lustige Story, wo die du heute mal raushaust, die du noch nie rausgehauen hast. Oder ein Geschehnis mit einem Fußballspieler, irgendwie eine Geschichte, eine lustige. Eine sehr lustige Story hatte ich. Und zwar, das ist eine sehr, sehr witzige Story. Und zwar, ich habe eine Meditation mit dem Spieler gemacht. Und über Zoom damals, 2 Jahre her. Und die Meditation war so cool, dass der Spieler eingeschlafen ist. Und ja, irgendwie den ganzen Tag verpennt hat und auch das Training verpennt hat und fast vom Verein suspendiert wurde, weil er nicht abgesagt hat. Es war krank, also Geil. wirklich. Ich habe halt die Meditation mit ihm gemacht. Ich war Ja. verantwortlich. Eine andere krasse Story war auch noch,
die mir super unangenehm war. Ich habe damals zur Corona-Zeit eben auch einfach Fitness-Workshops gemacht über Zoom mit Profis, damit die fit bleiben. Und ich habe einen, alle, die mich kennen, ich liebe Sport. Ich habe einmal so ein richtig krasses Workout mit den Spielern gemacht. Halleluja, der hat gekotzt. Der hat einfach Krass. gekotzt, der konnte nicht mehr. Das war mir auch mega unangenehm. Ei, 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 ei. Ja, dann kommen wir zum Ende, bevor du die letzten Worte hast. Der Gast der Wochenschau-Mittwoch am Montag heute hat die letzten Worte immer. Bedanke ich mich mega bei dir. Es war richtig cool. So kurz und knapp. Jetzt gleich ist ja auch noch Relegation. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen auch noch schon abgeschaltet. Mal gucken, was dann der HSV oder die Hertha macht. Ich bin gespannt. Das wird auch spannend werden. Bedanke mich bei dir. Ich freue mich mega aufs Wochenende. Ja, ihr könnt natürlich gerne immer reinschauen weiterhin oder bei Spotify, richtig. Auch euch nochmal nachhören, die jetzt später reinkamen. Oder bei YouTube natürlich mal reinschauen. Da sind geile Vlogs online. Und freue mich, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst. Auch die ein, zwei Fragen, die im Chat waren. Und dir einen schönen Abend. Wir sehen uns ja eh gleich nochmal. Und dir die letzten Worte. Vielen Dank dir. Und wir sehen uns, denke ich, auch hier auf Twitch nochmal live. Ja, auf jeden Fall. Und diesmal auch mit mehr Leuten. Ich habe ganz viel bekommen. Ja, war mir jetzt zu kompliziert, zu Ja. kurzfristig. Sollte ich vielleicht ein paar Tage vorher Machen einfach wir. mal ein paar Storys machen oder sowas. Also für mich war es eine sehr, sehr geile Erfahrung. Twitch ist ein unfassbar unterschätztes Format für mich. Es sieht auch total geil aus, was du aufgebaut hast, Adrian. Da muss ich wirklich tausende Hüte gerade Der ziehen. BVB-Wimpel ist auch da oben irgendwo. Ja. Bester Mann hier. Und ich freue mich, Adrian, auf die Zukunft. Ich freue Ja. mich auf deine Projekte. Ich freue mich auf, ja, super spannende Themen, super spannende Dinge. Es wird sehr, sehr cool. Auf jeden Auf Fall jeden freue ich mich Fall. drauf. Es kommt ja auch bald ein richtig coolen Gast, den ich durch dich sozusagen bekommen habe. Aber dafür, das werdet ihr am Wochenende noch erfahren, denke ich. Richtig. Dann schönen Abend Sehr euch. geil.